Ein neues Projekt hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ein Projekt, was ich nenne Zurück in die Vergangenheit. Warum heißt es Zurück in die Vergangenheit oder Zurück in den Anfängen? So wollte ich das sagen. Es ist ein Projekt, womit ich eigentlich angefangen habe. Es ist Minecraft natürlich. Hallo meine Süßen, warum seid ihr jetzt bei mir? Ich habe noch keine Rübe gekauft oder bekommen. Ich bin hier gespawnt. Ich habe mich hier nicht ausgesucht. Ich habe ein bisschen mit dich laufen. Ein bisschen angefangen zu sammeln. So. Das würde ich sagen. Ich gucke nicht mehr so ein bisschen auf die Uhr. Wir möchten hier drin oder ich möchte gerne hier drin anfangen. Akazienholz. Das ist das Holz, was ich hole. Um was zu verbauen. Eichenholz ist mein ganz normales Bauholz, sagen wir es mal so. Wenn wir erstmal hier kurz eine Werkbank hier. Ich will hier drin sein. Ey, oh Gottchen. So. Ne, brauchen wir. Das ist unser Bauholz. So, dann brauchen wir erstmal nicht so viel. So. Zurück zu den Anfängen. Leute, das war damals eine Zeit gewesen für Cool Style. Das alles zu spielen. Das war damals genial. Minecraft, ein geniales Spiel gewesen. Heute ein Spiel, wo viele angefangen haben und nie weiterspielen. Es gibt zwar wieder ein Minecraft-Projekt von größeren YouTubern, wo ich sage jetzt mal reingeguckt habe, aber noch nie so richtig Interesse dafür habe. Ist einfach nicht direkt meins. Bis jetzt noch nicht. Wer weiß, was in der Zukunft noch kommt, wie es sich anspricht. So, wir werden jetzt mal, wenn die Maus springt immer noch rum, erstmal einen Ofen bauen. Akazienholz und Akazienholz hier oben, damit wir erstmal Kohle haben. Es wird nachts, wir haben keine Schafe hier in der Nähe, das ist die Scheiße. Das ist die große Scheiße. Dann sage ich, wir werden es mal einsperren. Wir werden uns mal einsperren über Nacht. So. Mit Hoffnung, dass hier kein Zombie reinkommt. Jo, unser Boden, Eichenholz. So wie in den letzten paar Jahren, die ich gespielt habe. Was ist das für ein Rezeptebuch? Wie kann ich das öffnen? Hier. Aha. Aha. Also ich kann hier, kann ich dann anklicken, was ich will. Aber wenn ich Nebel will? Genius. Das ist ja genial, theoretisch eigentlich. So, wir haben zwar Wasser hier drin, aber... Am Anfang brauchen wir das Wasser nicht. So, hier werden wir noch zumachen. Hier wird dann später auch noch Keller kommen und alles. Also da macht euch keine Sorgen. Hier wird noch was Gutes kommen. Das ist ein Zwischendurchprojekt, um in die alte Vergangenheit reinzureißen. Weil ich habe heute gesehen, so die Aufrufe mäßig. Nicht nur die Aufrufe. Dann überlegt mal, was damals eigentlich alles angesagt war, was man alles gespielt hat damals. Das war schon. Was macht das Schwein hier? So. Können wir das alles weghacken? Wenn wir erstmal hier so einen quadratisch-praktischen Raum machen. Wegen dem Essen. können wir ja. Einen Zaun machen. Eins. Die Tür. Gucken wir mal, ob Hühner rauskommen. Wäre natürlich genius, wenn jetzt gleich Hühner rauskommen. Die können ja auch fliegen.
Können die nicht fliegen, die Hühner? Das heißt, wir brauchen nochmal Zaun. Zaun. Könnte wahrscheinlich sein, dass wir nochmal brauchen, aber machen wir erstmal. Reißen wir erstmal hier alles ein und gucken mal, was der Part heute bringt. Also viel werde ich eh nicht aufnehmen. Weißen, ja, Testebnis. So, nehmen wir die Holzkohle hier raus. Jetzt haben wir ja, gibt's doch die Fackel schon hier? Oder kann man nur Fackeln mit Brot? Nee. Ich muss es erst craften, okay. So. Ach, weil ich ins Wasser gegangen bin, gibt es ein neues Rezept? Aha. Okay, Spiel. The logic of you is really, really beautiful. Beautiful. Oh. Memory. Oh, komm aus. Moment, habe ich auch kein Geld für irgendwas. Das ist schlimm, mein Auto ist kaputt gegangen. Oder? Ja, kaputt gegangen. Ich darf nur 200 Euro reinsetzen. Die Freude ist groß. Ja, sehr groß. Überhaupt nicht ironisch gemeint. So, machen wir es jetzt hier. Wenn wir jetzt mal hier die Wand durchziehen. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht jetzt schon Hühner rauskommen. Das wäre richtig genial. Würde mich auch freuen. Ich bin sowieso gespannt. Ich spiele auf der 1.13. Ne, 1.12.2 sehe ich gerade. Ich glaube, die 13. Ist die 13 schon draußen? Müsste man die Welt neu generieren und die 13 ein paar packen. Was wird so richtig ätzend. Alles wieder schön hin und her zu schieben. Habe ich ja damals mal gemacht. Aber irgendwann war es... Ich find's nervig. So, wie die Wände werden normale Steine, würde ich sagen. Also hier unsere Ziegelsteinchen. Also die Steine. Dann wollte ich mich oben irgendwie aus dem Berg rausbauen. Das war erstmal mein Plan. So. Okay, jetzt habe ich Akazienholz. Das ist eklig. Nee. Ja. Jo, dann brauchen wir erstmal Stück, das ist wirklich kein Problem. Und dann brauchen wir Zaun, also Tür. Und Zaun noch einmal. So. Ach, das kratzt mich jetzt an, das sieht so hässlich aus. Wie machen wir es denn jetzt? Jetzt wurde ich angeschrieben, ich weiß nicht. Ich könnte das glaube ich sehen. So. Kann ich jetzt die Eier so gegenwerfen? Nee. So. Das war sowas von klar. Das war sowas von klar. Ist eigentlich wieder Tag geworden? Ne, ist noch nachts. Dann brauchen wir jetzt... Könnte man eigentlich schon mal anfangen mit den Wänden. Oder? Was nehmen wir denn für Steinchen? Einmal musste ich braten. Damit man die anderen Steine noch rausbekommt.
wenn es klappt. Also wenn es reicht. Das ist neu, sehe ich gerade. Dass man es retten kann, sag ich jetzt. Also wir probieren es mal. So, genau, es kann. Also man kann es in Klammern retten. Das ist ja geil. Oh ja, genau. So, damit wir die neuen Rezepte haben. Genau. Ziegelstein, weiß ich nicht, ist mir zu dunkel. Polierter Diorit. Ja, und Cleanstone. Ist eben Cleanstone. Ist eben nicht so schön. Bruchstein hier. Techniker Portion. So. Also die Wand mach mal mittelaltermäßig. Ich liebe das. Ich mag das irgendwie in den Bergen reinzubauen. Hat irgendwas. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Irgendwas hat das. Genau, zum Skelett ist tot. Können wir ja mal rausgehen, gucken, was wir für Loot haben. Oder finden eben. Bruchstein. Ich mag's, egal was mir jemand ins Gesicht sagen würde. Ich mag's. So, Eichenholz. Und dann gehen wir mal raus. Nein, der schöne Berg. Das war so ein schöner Berg. Was geht mit dir falsch? Obwohl wir hätten eh noch weiter ausklemmen müssen. Glaube ich mal. So, gucken wir mal. Das Skelett. Oh fuck. Oh fuck. Skelettus. Hab dich. So. Jo, neue Rezepte sind mir eigentlich relativ egal. Wo sind meine Hühnerchen? Ah, hier ist Schweini. Schweini. Ja, so viel Schweine habe ich hier nicht. Schafe! Schafchen. Also habe ich eigentlich alles hier. Oh, ist das geil. Jo, da war's das mal für ein paar Schäfchen. Nein, du stirbst schön. Du stirbst schön. Einen muss ich noch. Du hast es verdient zu sterben, du Victor. Stirb! So, jetzt kann ich ihm, habe ich ihm was im Bett. Oh, ist das nice. Ist das nice. Jetzt können wir eigentlich nicht mal entfernt draus machen. Ich meine, da läuft irgendwie schon die ganze... Ah nee, warte mal, wir machen den Aufnahmestopp. Wir machen einen Partstopp. Ich werde noch einen Part im Hintergrund aufnehmen, also nachhinein aufnehmen. Und guck mir mal an, wie der ankommt. Das war so dem Lindeberg. Oh, wir haben Lammfleisch außerdem noch. Also wir werden jetzt... ich werde mich weniger jetzt erstmal aufs Hausbau konzentrieren, als auf das Fressen. Ich glaube, das wird das größte Problem mit sein. Und da würde ich sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Raum. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen würde oder auch nicht. Dann müssen wir uns mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.